Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge LS22 Obelleron. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, ich bin nach wie vor dabei hier, ja, Steine zu sammeln, ne? Denn wir werden heute, denke ich mal, steinreich werden. Ob das Ganze dann auch klappt, ob wir dementsprechend dann auch, wie gesagt, mit Steinen richtig Geld verdienen, ich denke mir eher nicht. Aber was wir machen können auf jeden Fall ist, erstmal die Steine weitersammeln. Und ihr seht schon, hier haben wir mehr Steine auf dem großen Feld. Hier sind auch viele, viele große Steine mit dabei. Und vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare zur letzten Folge. Ihr habt auch noch ein paar Tipps und Tricks reingeschrieben bezüglich Steine sammeln, wie man das in der Realität macht. Vielen Dank auch dafür. Und man kann auf jeden Fall auch in den Velga, außer in den Rudolf, weil er ein bisschen zu hoch ist, die Steine überladen. Ich habe schon ein paar reingeladen. Und da kommt ein bisschen was zusammen. Ich denke, wir müssen da gleich auch nochmal abladen. Deswegen dachte ich mir einfach, komm, machen wir nochmal eine Folge. Wie verkaufen wir jetzt hier die Steine? Und danach geht es dann in der nächsten Folge weiter mit Düngen. Denn düngen müssen wir auch, die Felder. Wir haben aktuell keine Düngstufe hier vorhanden. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen. Haben wir nicht. Deswegen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann vorher düngen jetzt gleich, dann aussehen und dann nochmal düngen. Und dann geht es dann rüber mit der Ackerwalze. Nämlich das bringt 5% mehr Ertrag, ne, nach der Aussaat. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze dann auch auf den Geldbeutel auswirft. Ihr habt auch geschrieben, ne, wie sieht's aus? Oben rechts, Kontostand, Peter Zwegert. Der hat dich bestimmt schon informiert. Hat er, ne, WhatsApp, wir sind bereits im Austausch. Er hat sich auch schon ins Auto gesetzt und die Flipchart eingepackt. Nein, Spaß beiseite. Also wir werden hier auf jeden Fall auch ein bisschen mit Krediten arbeiten müssen. Wir werden auch den... Ihr habt nämlich nochmal einen Tipp gegeben, den Gebrauchthandel im Auge behalten. Mal sehen, ob wir da vielleicht den einen oder anderen günstigen Schnapper holen können. Aber jetzt ist erstmal das Ganze hier soweit voll. Guck mal, wir haben 100%. Und viele sagen auch, dass das cool ist, dass ich eigentlich den Grubber, den ich mir gekauft habe, gar nicht benötige. Das ist richtig. Aber, ja... Jetzt haben wir einen, ne? Jetzt haben wir einen. Klar, man kann natürlich noch grubbern und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie das dann überhaupt funktioniert, weil wir müssen jetzt noch flügen. Und wenn wir das dann nicht machen, haben wir natürlich auch keine Steine. Ne? Wenn wir keine Steine haben, na gut, die kriegen wir spätestens mit dem Grubbern, ne? Weil wir haben ja keine Direktsaatmaschine. So, wir können das Ganze überladen, ne, in den Hänger. Da ist ja schon ein bisschen ein paar Steine drin. Ne? Guck mal, dann wird das Ganze jetzt hier übergeladen. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ja, und dann fahren wir jetzt einfach mal wieder dahin, wo wir gerade waren und räumen jetzt den Rest noch hier hin und werden dann quasi die Steine dann zum Gesteinbrecher, glaube ich, heißt das Ding. Das gibt es auch als platzierbares Objekt, das heißt, das könnte man sich hier auch direkt am Hof hinstellen. Wäre halt auch möglich. Ja, viele haben geschrieben, die sehen halt lieber gerne Innenperspektive. Manche wieder außen, das ist halt, ich warte noch mal ein paar Tage ab und dann gucken wir mal. Ich finde zum Beispiel, dass bei der Außenperspektive der Sound ein bisschen kerniger ist. Klar, ne? Von außen. Maschine arbeitet halt auch wirklich tippitoppi. Da hört man auch die einzelnen Sounds vom Aufnehmen der Steine und wie alles dreht und so weiter und so fort. Das hört sich schon verdammt gut an. Also an den Sounds wurde auf jeden Fall sehr, sehr gut gearbeitet. Ja, und Arbeit müssen wir hier auf jeden Fall auch. Wie gesagt, Steine noch sammeln, den Rest hier, da kommt einiges zusammen, dann fahren wir das Ganze dann in der Folge heute ab, dann werden wir uns noch darum bemühen müssen, dass wir auf jeden Fall auch Dünger bekommen und wir brauchen auch noch irgendeinen Frontlader, fällt mir mal gerade ein, vielleicht nehmen wir mal eine neue Marke mit rein, es gibt ja einige neue Marken, vielleicht nehmen wir uns einen Gabelstapler oder halt einen Telelader oder auch irgendwas anderes, schauen wir mal, aber das kostet natürlich alles Geld, und Geld haben wir nicht, wir benötigen Geld. Mal schauen. Ach, sehr schön, sehr schön. Ja, auch heute wieder zwei Folgen, ne? Habt ihr schon mitbekommen. Tutorial kommt morgen, meine ich, wieder eins. Und auch die Elm Tree kommt morgen wieder. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall recht viel Abwechslung. Und heute im Laufe des Tages kam, glaube ich, schon wieder Gas Station Simulator. Das heißt, der ist auch zurückgekommen, den habe ich gestern aufgenommen. Aber ist echt gut hier, ne? Mit dem
den Stein. Und da kommt hier auf diesem Feld auf jeden Fall ordentlich was zusammen. Auf dem anderen war nichts. Da habe ich vorhin noch mal ein bisschen geguckt. Jetzt müssen wir allerdings auch noch düngen. Da müssen wir noch schauen, wo wir vielleicht das Ganze lagern. Ne? Ihr habt doch gesagt, ja, wir müssen noch einen Unterstand bauen. Ja, aber wovon, Leute? Wovon? Wir spielen ja auch mit 3 Tagen hier und so schnell wird das Ganze nicht wachsen. Was wir uns überlegen müssten, wäre hier, auf kurz oder lang, wo wir dann in eine Produktion investieren. Die einfachste wäre auf jeden Fall Gewächshäuser. Weil Gewächshäuser kosten halt einmalig Geld und Wasser bekommen wir überall hier auf der Karte. Ja, nicht den Wassertank nutzen, weil da kostet das Ganze nämlich. Und ja, ansonsten produzieren die dann halt ordentlich. Und Salat, wie wir in den Livestreams gesehen haben, bringt auf jeden Fall jede Menge Geld. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Was wir dann jetzt hier genau machen. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Vielleicht habt ihr da noch eine Idee, was wir machen können, weil wir müssen erstmal die Felder aussehen. Wir haben jetzt auch nichts, ne? Hühner haben wir schon, okay. Ne? Das ist halt ein Ding. Das heißt, wir werden ein Feld mit, ja, auf jeden Fall mit Raps machen. Da könnten wir noch ein paar Bienchen platzieren, ne? Damit der Ertrag da gesteigert wird auf dem Feld. Den Raps könnten wir dann verkaufen. Bringt der Raps eigentlich? Müssen wir dann mal gucken. Oder der Weizen brauchen wir sowieso. Oder wir gehen auf die Mehlproduktion. Das wäre auch noch ein Schritt. Müssen wir mal gucken, wie teuer die ist. Ich meine, die kostet so 80 oder 50.000. Und dann später vielleicht noch weiter veredeln. Lass uns vielleicht irgendwann mal irgendwo einlagern. Erstmal das Mehl. Und dann vielleicht zu Brot verarbeiten. Ne? Für Kuchen brauchen wir noch Zucker. Ne? Und auch ein paar andere Sachen. Ich glaube, Honig brauchen wir auch dafür. Ne? Oder war Honig nur für Cerealien? Muss ich mir gleich nochmal anschauen. Aber Möglichkeiten hat man hier standardmäßig auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und den Grubber, wie gesagt, brauchen wir auf jeden Fall, weil wenn das Feld dann abgeerntet ist, ne, können wir mit der Walze drüber gehen, mit dem Mulcher, ne, bei Raps zum Beispiel. Aber ich glaube, es gibt hier im LS keine Unterscheidung, was man mulcht. Ne? Ich glaube, da gibt es keine Unterscheidung, meine ich zumindest. Weil es steht zum Beispiel hier, ich kann euch das mal kurz zeigen, hier gibt es ja so ein kleines Wiki. So, verbesserter Ertrag, ne? Guck mal. Hier. Der Einsatz eines Mulchers auf Stoppeln erhöht deinen Ertrag um 5%. So, ne? Auf Stoppeln. Steht aber nicht, welche Art von Stoppeln. Ne? Deswegen, ich denke auf alle. Ne? In der Realität ja, klar, aber ich meine auf alle. Deswegen, ich werde immer Walzen vorher. Ne? Ich werde immer, beziehungsweise immer den Mulcher zum Einsatz bringen. Ein weiteres Gerät hilft dir dabei, den Ertrag zu verbessern, sind Walzen. Wiesenwalzen drücken kleine Steine in den Boden zurück. Ne? Wiesenwalzen. Achtung, und sorgen für eine Düngerstufe bei Gras, also bei Wiesen. Ackerwalzen entfernen auch kleine Steine und erhöhen außerdem den Ertrag auf 5%. Das ist die große Ackerwalze. Das heißt, Ackerwalze machen wir später auch noch. Das heißt, nach dem Aussehen gehen wir nochmal mit der Ackerwalze rüber, weil die Steine sind halt zu groß und werden dafür dann noch für einen höheren Ertrag quasi sorgen. Ob das alles funktioniert, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Wobei ich mich immer frage, weiß ich nicht. Ist der Ertrag höher oder ist er niedriger? Aber wir haben ja nicht die gleiche Anzahl an Feldern. Rein theoretisch müssten wir einmal das Feld so und einmal so machen, um festzustellen, ob wir mehr rausbekommen. Das müssen wir uns aufschreiben. Ja. Gut, das Precision Farming DLC ist ja auch schon angekündigt. Das kostenlose DLC, was für alle erscheinen wird. Anfang des, ja, von Q1. Ist ja auch schon fix. Da bin ich dann auch mal gespannt. Da könnte man das zum Beispiel sehen. Aber meine Frage ist jetzt auch 5% mehr Ertrag. Oder, ja, wie kann ich das einsehen? Weil ich finde, das kann man nicht einsehen. Oder es gibt halt irgendwie noch ein Menü, was mir bisher ferngeblieben ist. Aber 5% mehr Ertrag heißt 5%, ne? Haben ist besser statt brauchen. Ist auch ein Argument. Aber ich muss ja nochmal runter hier. Naja. Da müssen wir jetzt auch noch die restlichen Steine einsammeln. Und dann fahren wir jetzt gleich einfach rüber. Und werden dann den ganzen Spaß verkaufen. Sehr gut. Dann nehmen wir den ganzen Spaß noch raus hier. Ihr habt doch gefragt, wie ich das mache hier mit dem Umsehen. Ich habe hier einen Stick an meiner
an meiner Seitenkonsole. Also ich habe die LS-Seitenkonsole und damit kann ich es drehen. Natürlich geht das auch mit Track IA, habe ich auch, aber ich spiele eher ungern mit. Bis in den Streams. Vielleicht nehme ich es irgendwann mal hier mit rein, dass ich damit mal spiele, aber ich weiß es noch nicht. Ich denke mal eher nicht. Müssen wir mal gucken. So. Sammeln wir nochmal die letzten Steine auf. Dann werden wir das Ganze überladen und werden das Ganze dann auch direkt verkaufen. Muss ich gleich mal gucken, wo der Steinbrecher ist. Ich meine, der wäre auch dort unten, wo wir schon Kalk geholt haben. Ich glaube, da wäre das Ganze. So, jetzt fahren wir hier nochmal rum. Und dann sollten wir auch das Feld soweit fertig haben. Ja, da vorne ist so ein kleines Stück. Gucken wir uns das mal gerade fix an hier. Wenn wir einmal hier wieder auf E drücken, sehen wir, alles vorbereitet. Gedüngt ist es nicht. Das Ganze gilt jetzt auch als gegrubbert. Das heißt, alle Felder sind gegrubbert. Düngerstufen, wie gesagt, müssen wir uns noch drum kümmern. Das müsste eigentlich auch gepflügt werden. Das machen wir ja beim nächsten Mal dann. Aber für mich reicht das jetzt erstmal soweit. Wir klappen den Steinesammler zusammen, laden das über hier und werden dann gleich rüberfahren und mal schauen, wie viel Geld das bringt. Es wird nicht viel sein, das kann ich jetzt schon mal so weiter sagen. Wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, noch einen Unterstand. Wir brauchen Einnahmen. Ne? Und es ist halt so, klar, man kann relativ gute Einnahmen generieren. Aber man muss natürlich auch mal so ein bisschen langfristig sehen. Ne? Guck mal, die Hühner werden auf lange Zeit dann auch irgendwann einen Ertrag bringen. Genau wie auch alle anderen Sachen. Ne? Aber dazu muss man erstmal so ein bisschen investieren. Vielleicht auch ein paar Sachen mieten, habt ihr schon geschrieben. Guck mal, jetzt können wir das hier wieder aufladen. Und da fallen die Steine dann hinten wieder raus. Und dann können wir den ganzen Spaß gleich abfahren. So. Ich würde sagen, ich lasse den Steinesammler hier einfach mal stehen. Da stört er keinen. Sauber machen könnte ich den auch mal wieder. Aber es soll ja gleich regnen. Ich bin mal gespannt, ob der Regen die Fahrzeuge wieder klar spült. Wäre natürlich lustig. So. Gucken wir uns das mal an hier. Muss ich gleich mal kurz gucken. Huch, der schöne Velga-Kipper. Also die Kipper sind auch richtig geil hier. Im neuen LS. So, wo müssen wir hin? Wir schauen uns das mal gerade kurz an. Und zwar müssen wir... Ich mache mal die normale Ansicht wieder. Ich glaube, hier irgendwo war der Steinbrecher. Wo war der denn? Ach, da ist der Steinbrecher. Das heißt, wir müssten hier runter und rechts und dann links. So, warte mal. Hier haben wir auch die Getreidemühle. Da können wir gleich mal anhalten, mal gucken, was die kostet. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ich fahre jetzt da mal los. Und dann werden wir jetzt hier die 3512 Liter. Ach, der ist noch nicht mal leer. Warte mal. Haben wir da noch was drin? Müssen wir gleich, glaube ich, gleich sogar zweimal fahren, ne? Jo, 700. Ja gut, müssen wir jetzt nicht direkt verkaufen. Aber das ist diese maximale, diese Einstellungsmöglichkeit hier im Menü. Ich zeige euch das mal eben kurz. Hier diese Anhängerfülllimit, ne? Das heißt, das maximale Füllgewicht ist jetzt erreicht. Ne? Normalerweise wäre ja 100%, aber die unterschiedlichen Steine oder auch Kalk oder auch andere Sachen, die wir mit dem Kipper hier transportieren, die haben halt ein unterschiedliches Gewicht. Und wenn das Maximalgewicht erreicht ist, dann ist Feierabend. Ne? Guck mal, da vorne ist die schöne Stadt. Ach, herrlich. Und deswegen können wir da nichts mehr einfüllen. Wir werden mal gleich einen kurzen Boxenstopp noch einlegen. Wie gesagt, bei der Getreidemühle, die ja da vorne ist, fahren wir einmal hier vorne vorbei. Also es sieht wirklich tipptopp aus. Also ich finde es echt gut. Ja, viele fragen mich auch immer, warum das bei mir so gut aussieht. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Hardware ihr verbaut habt im PC. Also ich habe einen i9 verbaut. 16 Kerner. Und habe noch eine Nvidia Titan drin. Das sind natürlich schon ordentliches Setup. Ich habe noch DLSS an. Das ist eine Funktion, die quasi das Ganze noch mal ein bisschen hochrendert. Kann teilweise in der Nacht zu leichten Schlieren führen. Dass ihr, wenn ihr nach links und rechts guckt, wenn es dunkel ist, kann man aber ausschalten. Ich habe auch die Option noch mal gefunden in den Nvidia-Einstellungen. Hier ist übrigens die Käserei. Wie man das Ganze auch noch ein bisschen anpassen kann, dass es nicht so arg schlimm ist. Jetzt fahren wir hier über die schöne Brücke.
und merken gerade, wir sind falsch gefahren. Komme ich denn auf der anderen Seite auch wieder hoch? Mal kurz gucken. Ja, fahren wir mal außen rum, wa? Na, fahren wir mal außen hier durch die Stadt. Haben wir auch noch nicht gemacht, ne? So, weil die hätte nämlich hier links gemusst. Aber hier auch das Stadtbild. Also ich finde, sehr, sehr rund. Auch die ganzen anderen Karten, ne? Also Elm Tree und auch die Erlengrad. Also es sind echt wirklich sehr, sehr schöne Karten. Es sieht sehr, sehr idyllisch aus. Hier laufen Leute lang, hier fahren Autos lang. Hier ist übrigens, glaube ich, hier vorne gleich die Bäckerei. Man auch Werbung. Und hier so ein paar Bötchen, glaube ich, oben. Ne? Hier ist der Anlegesteg. Den ihr, glaube ich, auch aus der Preview kennt oder auch aus diversen Screenshots. Genau, hier ist die Bäckerei. Und links auf der anderen Seite, da fahren wir auch gleich mal hin, ist die jeweilige, da vorne sehen wir sie schon, da ist die Mühle. Ne? Sieht auch recht schick aus, ist auch alles animiert. Ich finde auch die Wassertexturen wirken richtig, richtig cool. Ist schon wirklich schöne, schöne Maps, die wir haben. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es gibt vieles zu erkunden. Es gibt auch Collectibles hier auf der Karte. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch ja, verschiedenste Sachen dann auch noch ready machen. So. Müssen wir jetzt gleich hier links. Mal hier. Ja, können wir jetzt mal in die Außenperspektive gucken. Geil, ne? Es sieht halt einfach geil aus. Und auch wenn man unter Brücken fährt, dann gibt es ja diesen Hall oder auch in Hallen fährt. Ne? Das finde ich auch persönlich sehr, sehr gut gemacht. So. Fahren wir mal hier lang, erkunden ein bisschen die Karte. Wir waren eher weniger als auf der Karte unterwegs. Eher nur zum Shop und wieder zurück. Und das war's dann. Wir fahren jetzt mal kurz zur Getreidemühle. Gucken uns mal den Preis an. Da vorne ist die. Und werden dann die Steine wegbringen. So, wir können auch mal hier ranfahren. Klar, ich könnte auch den Helfer nutzen, aber ich will größtenteils erstmal auf den Helfer so ein bisschen verzichten. Nicht, weil er nicht gut ist, aber, sondern geldtechnisch. So, er. 96.000 kostet die Getreidemühle. Da muss ich natürlich erstmal rentieren, ne? Was kriegen wir denn für das Ganze? Ich guck mal gerade kurz. So, wenn wir jetzt Weizen, Gerste, gut, brauchen wir ein bisschen was für die Tiere. Aber wenn wir das kaufen, könnten wir direkt Mehl produzieren. Wir haben 2700 Liter. Für Eier bekommen wir, boah, guck mal die Eier. Da bekommen wir richtig viel. Das ist ja krass. 3,6. 3,8. Oha, Mehl. 1500. Brot. 4000. Ich glaube, dass wir da in die Richtung investieren sollten. Also erst Getreidemühle, dann ausreichend Mehl besorgen und dann Brot. Weil für Brot brauchen wir wirklich nur Mehl. Und ansonsten gar nichts. Ne? Kuchen ist ein bisschen komplexer. Da brauchen wir noch Erdbeeren und so weiter. Zucker, glaube ich. Butter und ein paar andere Sachen noch. So, wir fahren jetzt mal rüber, da wo wir ursprünglich hin wollten. Ne, viele fragen auch immer, wann gibt es die ersten Mod-Maps. Leute, spielt doch erstmal die da sind. Zweitens, der Giants-Editor ist noch nicht da. Das ist jetzt auch mal eine Sache, dass der halt erst da sein muss. Ansonsten gibt es halt keine Maps, ne? Weil muss ja irgendwo alles gebaut werden. So, fahren wir mal weiter hier. Da müsste das irgendwo hier sein, oder? Ich gucke mal kurz. War das hier? Da ist der Gesteinbrecher. Genau, hier vorne an der Ecke. Hier haben wir auch den Tierhändler, ne? Ah, guck mal, hier ist der Tierhändler. Ich glaube, ich kann hier rechts rein. Da können wir den ganzen Spaß da hinten abladen. So, da bin ich mal gespannt, wie viel Geld denn da letztendlich rauskommt. Jetzt falsch gefahren. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ne? Da fehlt mir da der Weg. Warte mal. Nehmen wir den hier. Na doch, scheint schon richtig zu sein. Ach, guck mal, da ist er. Ein bisschen abgelegen, ne? Bisschen abgelegen, aber gut. So, da werden wir jetzt den ganzen Spaß hier einmal loswerden, hoffe ich mal. So, können den Spaß dann hier verkaufen. Dann gehen wir mal gucken mal hier, wie das Ganze hier soweit funktioniert. Der kippt das mal so oben rein, sieht halt schöner aus. Aber jetzt haben wir auch ein paar Einnahmen generiert. Ich fand es halt jetzt nicht verkehrt. Boah, 516 Euro. War jetzt nicht so groß, der Gewinn, würde ich jetzt behaupten, aber nichtsdestotrotz
würde ich sagen, hole ich jetzt noch die anderen Steine. Bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich fürs Einschalten. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.